Also wir kommen wieder zu unserer Sendung TV Berlin Spezial und wir wollen heute reden über den Parteitag der Landes-SPD von Berlin. Frau Giffey und Rachel Zalay, beide wurden zur Vorsitzenden gewählt und Frau Giffey möchte nun gerne regierende Bürgermeisterin werden. Und wir wollen natürlich über die allgemeine Politik in Berlin reden mit einem der wichtigsten Berliner Bundestagsabgeordneten, Dr. Fritz Felgentreu von der SPD. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Sie waren Delegierter, nicht? Ich war kein Delegierter. Ich bin als Abgeordneter, kann ich einfach so teilnehmen. Ja. Und das haben Sie sich angetan? Hin und wieder mal. Es war ja digital diesmal. Da konnte man eigentlich vernünftigerweise nicht die ganze Zeit dabei sein. Konnte aber jeder immer sein? Mal wieder reinklicken und sich natürlich die Rede der künftigen regierenden Bürgermeisterin anhören. Das war schon möglich. Aber seien Sie doch mal ehrlich. Die SPD liegt auf Platz 4 der Umfragen. Wie soll das denn gehen? Ja, das Schöne an der Demokratie ist ja, dass sich die Mehrheiten im Parlament nicht nach Umfragen bilden, sondern nach Wahlergebnissen. Ja. Und da wollen wir noch ein bisschen kämpfen, um auf einen besseren Stand zu kommen. Das Schöne an meinem Job als Journalist ist, ich kann immer dumme Fragen stellen. Und warte auf kluge Antworten. Wie soll sich das denn ändern? Ich glaube schon, dass wir mit Franziska Giffey eine prima Kandidatin haben, die die Menschen auch überzeugen kann. Und wichtig ist natürlich für so eine Partei wie die SPD, dass sie auch in so einen Kampfmodus kommt. Ja? Wahlkampf können wir und Wahlkampf liegt uns und da freuen wir uns auch drauf. Wahlkampfmodus. Ja, so ist das. Ja? Es gibt auch eine neue Parteiführung, die ist, glaube ich, jetzt genau auf den Tag oder ein paar Tage Unterschied, ein Jahr im Amt. Mhm. Ich weiß, habe da immer noch nicht gelernt, wie die beiden genau heißen. Ja? Womit ich ausdrücken will, da ist vom Wahlkampf oder Wahl- oder Kampfmodus nicht viel zu sehen. Das ist aber doch auch verständlich in der gegenwärtigen Situation, oder? Wir sind doch alle beschäftigt mit anderen Dingen. Aber trotzdem muss man als Politiker natürlich auch nach vorne im Blick haben, was auf uns zukommt. Und diese Wahlen kommen auf uns zu. Ich habe Sie auch eingeladen, weil Sie nicht nur Berliner SPD-Mitglied sind und Bundestagsabgeordneter der Berliner SPD, sondern weil Sie auch dem rechten Flügel der SPD zugehören. Und ich glaube, die Spitzenkandidatin Frau Giffey rechnet sich gerne auch selbst dazu. Aber die Mehrheit in der Berliner SPD, ich sage nur Stichwort Kevin Kühnert, ist links. Wie soll das denn gut gehen? Die SPD hat immer eine breite Aufstellung gehabt. In der gesellschaftlichen Mitte beginnt und die sogar bis hin zum Marxismus reicht. Das liegt in der Geschichte der Partei. Und am Ende kommt es darauf an, dass wir gemeinsam für gemeinsame Ziele streiten, für das gemeinsame Fundament. Und das gelingt am besten, wenn wir das verbinden mit überzeugenden Persönlichkeiten an der Spitze. Und dafür tritt Franziska Giffey an, dafür ist sie vom Parteitag aufgestellt worden. Und ich gehe davon aus, dass uns das auch trägt. Ja, aber was mich immer dabei wundert, ist die Grabenkämpfe in der SPD. Die sind dann mal eine Zeit ruhig und dann geht das wieder los. Ja, seit 150 Jahren. Und es ist in unseren Parteien ja auch nicht anders. Wenn ich mir die Union angucke, finde ich, geht es uns doch eigentlich gold. Also was da an Grabenkämpfen im Moment im Gange ist, Sachsen-Anhalt, das geht doch auf keine Kuhhaut. Was gerade da passiert. Sachsen-Anhalt, aber auch auf der Bundesebene, wo diese drei Herren sich um den Parteivorsitz streiten. Ja, richtig, und noch einer gewählt. Also bei aller Liebe, also ich weiß, was Sie meinen. Und Grabenkämpfe und innere Zwistigkeiten sind meiner Partei mit Sicherheit nicht fremd. Aber damit sind wir ja nun nicht allein auf weiter Flur. Sie waren jetzt oder sind jetzt 23 oder 25 Jahre Parlamentarier. Da haben das also alles... Ganz so lange noch nicht, aber fast. Ja, wie lange ist es denn? 23? 2001 bin ich ins Berliner Abgeordnetenhaus gewählt worden. Ja. Also ziemlich genau 20 Jahre, wenn ich dann nächstes Jahr aufhören werde. Ja, eben. 20 Jahre ist eine lange Zeit. Was mich wundert, ist die SPD auf Platz 4 in Berlin und sie haben Mietendeckel gemacht, von dem alle Leute reden und sich freuen, dass ihre Miete vielleicht gesenkt wird. Oder nicht? Und es zahlt sich nicht aus. Ach, es hängt der SPD bis heute, denke ich, an, dass wir seit vielen Jahren immer wieder in der Situation sind, uns entscheiden zu müssen zwischen der Opposition, also nichts mitbestimmen können, auch nichts für die eigenen Leute erreichen, nichts von unserem Wahlprogramm umsetzen, oder einer Koalition mit der Union auf Bundesebene, die ja eigentlich unser Hauptgegner ist, sodass das einen inneren Widerspruch hat. Das demotiviert Leute und gerade diejenigen, die uns unterstützt haben, damit sich was ändert, damit mal nicht mehr Angela Merkel Bundeskanzlerin ist, die wenden sich in dem Moment ab. Und trotzdem glaube ich, dass es richtig ist. Regieren ist besser als opponieren.
Und diesen Widerspruch, das ist ein großer Spagat, den hinzukriegen, das ist immer wieder schwierig und das belastet die politische Arbeit dann auch in den Folgejahren. Und trotzdem müssen wir uns unserer Verantwortung stellen. Das werden wir auch im nächsten Jahr wieder tun. Ja, wagen Sie noch mal eine Voraussicht. Ich meine, ich weiß, dass es sehr schwierig ist. Wenn es wieder nur so, wenn so gewählt wird, das Volk es so will, dass nur CDU und SPD oder SPD und CDU eine Regierung bilden können, auf Bundesebene. Ja. Was ist dann? Kevin Kühnert sagt denn? Ja, es wird niemanden mit Begeisterung erfüllen und man kann auch nicht pauschal sagen, dann machen wir das, sondern das muss man immer daran ermessen, ob Verhandlungen mit der Union dann auch vernünftige Ergebnisse bringen, im Sinne dessen, was wir im Wahlprogramm umsetzen wollten. Aber wenn das der Fall ist, dann dürfen wir uns nicht vor unserer Verantwortung verstecken. Dann müssen wir für das Land, für die Stadt, müssen wir dann das auch machen. Na, warten wir mal ab, was denn am 21. September nächsten Jahres passiert. So, genau. Ich denke, wir streiten. Das sind Berliner Wahlen und Bundestagswahlen an einem Tag. Wir streiten um unsere eigenen Mehrheiten. Wir werden mit guten Leuten antreten. Wir werden mit einem starken Programm antreten. Und dann gucken wir mal, wie stark wir werden. Sie sind ja Experte für Verteidigungspolitik. Wenn ich sage, Sie sind der Experte der SPD, dann liege ich bestimmt nicht falsch. Ja? Wir haben auch andere gute Leute. Ja, aber Sie sind es nun mal. Und wenn Sie sich das jetzt angucken, wie sich die Grünen und die Linken vor allen Dingen so an die NATO heranpirschen, nachdem es vorher immer hieß, niemals ein Bündnis mit der SPD, wenn wir in der NATO bleiben. Was passiert da jetzt hinter den Kulissen bei den Grünen und bei den Linken? Ja, ich kann nicht hinter die Kulissen der Grünen und der Linken. Aber Sie haben Ihre Ohren noch in den Fluren des Bundestages. Ich weiß, dass es in den Linken auch, bei der Linken auch zwei Flügel gibt. Da gibt es die einen, die sagen, wir haben ein Alleinstellungsmerkmal, wir sind gegen die NATO, gegen Auslandseinsätze und gegen Rüstungsexporte. Das ist unser Alleinstellungsmerkmal, das dürfen wir niemals preisgeben. Und die anderen sagen, ja, diese Themen sind uns wichtig, aber wenn wir jemals regieren wollen, dann müssen wir auch auf diesen Themenfeldern Lösungen und Kompromisse finden mit den Parteien, die das anders sehen, sonst werden wir niemals Deutschland regieren können. Und zwischen den beiden spielt sich da gerade ein Konflikt ab, den muss die Linke lösen, das kann ich für sie nicht bewerkstelligen. Aber für mich ist vollkommen klar, mit einer Partei, die die Westbindung, also die NATO, ablehnt und die verhindert, dass wir unseren Bündnisverpflichtungen gerecht werden können, kann man keine Regierung bilden. So, und das ist jetzt die Denksportaufgabe für die Linken, wie sie damit umgeht. Kevin Kühnert hat das ja schon gelernt. Der hatte diese Position auch schon. Das ist erst ein Jahr her. Ja. Aber jetzt ist die Position etwas verändert. Wie ist sie? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Von Kevin Kühnert. Muss ich Kevin fragen. In Sachen NATO, innerhalb der SPD. Ich sage, da hat sich ja was verändert. Da ist ja so ein bisschen aufgeweicht. Also, was heißt denn aufgeweicht? Die SPD steht seit dem Godesberger Programm zur Westbindung, also seit über 50 Jahren. Und daran wird sich auch nichts ändern. Das wird auch mit einem Kevin Kühnert und mit einem linken Parteivorsitzenden oder einem linken Parteivorsitzenden-Duo nicht anders sein. Wir sind eine Partei des sogenannten Multilateralismus. Das heißt, wir sagen, Deutschland macht nichts alleine, sondern in einem Geflecht von Bündnispartnern, die sich gegenseitig und gemeinsam tragen. Und das sind die beiden Grundpfeiler für uns, die NATO und die EU. Und das bleibt auch so. Ja, und jetzt, wo Sie das sagen, denke ich die ganze Zeit, warum scheiden Sie eigentlich aus dem Bundestag? Warum machen Sie es nicht weiter? So eine Stimme wie Ihre muss doch gehört werden. Zum Glück ist es ja so, dass niemand unersetzlich ist, dass es auch viele andere gibt, die das Gleiche mindestens genauso sagen. Es ist immer schwer. Ja, und ich finde, man muss als Abgeordneter auch aufpassen, dass das nicht zu sehr zum Bürojob wird. Nach 20 Jahren als Abgeordneter ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man mal wieder aus diesem Abgeordnetenbereich rauskommt. Das sage ich für mich persönlich, das kann ich nicht für andere sagen. Und mal wieder den Blick in eine andere Richtung lenkt. Werden Sie denn als Berater tätig werden? Nein, das ganz bestimmt nicht. Sie sind hauptberuflich Lehrer. Genau. Und das bleibt man ja ein Leben lang. Im Inneren irgendwie ja, nicht? Das kann man nicht so einfach abschütteln. Was war denn, wenn Sie so denken, für Sie eine der schwierigsten Zeiten im Bundesparlament und in der Berliner Landespolitik, wo Sie wirklich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben und sagen, oh Gott, was ist jetzt los? Bei Berliner Landespolitik hatten wir lange einen Konflikt zwischen einer politischen Linie, die wir in Neukölln entwickelt haben als SPD, wo es immer darum ging zu sagen,
Wir schweigen die Probleme der Einwanderungsgesellschaft nicht tot, aber nicht, weil wir etwas gegen Einwanderung hätten, sondern weil wir sie lösen wollen. Und denjenigen in der Partei, die gesagt haben, um Gottes Willen, wenn man anfängt, über diese Probleme zu reden, dann lenkt man Wasser auf die Mühlen der Rechten. Das war immer ein schwerer Konflikt. Ich glaube, am Ende hat die Neuköllner Linie sich da durchgesetzt. Im Gedanken an das, was Ferdinand Lassalle, der Gründer der SPD, vor 150 Jahren mal gesagt hat, jede politische Aktion beginnt mit dem Aussprechen dessen, was ist. Wenn man nicht ausspricht, wo die Probleme liegen, dann kann man sie auch nicht lösen. Ich glaube, diese Erkenntnis hat sich durchgesetzt. Aber das waren harte Konflikte, die zum Teil auch mit einer großen Verbissenheit ausgekämpft wurden. Und das war nicht immer leicht. So, und in der Gegenwart muss ich sagen, gerade dieses Corona-Jahr, das ist schon schwer, ja, was wir da alles zu bewältigen haben. Denn die normale Politik, die bleibt ja nicht stehen, bloß weil wir mit dieser Pandemie kämpfen müssen. Corona beeinflusst alles, aber das Schlimme daran ist, wir können nichts beeinflussen, oder? Doch, wir können eine ganze Menge beeinflussen. Und das sieht man ja auch in den unterschiedlichen Resultaten unterschiedlicher Länder. Bloß wir müssen den Weg finden, der für Deutschland der richtige ist. Wir können nicht einfach die Rezepte anwenden, die in China angewandt worden sind, weil sich das mit unserer Freiheit nicht verträgt. Und wir können auch nicht mehr oder weniger achselzuckend hinnehmen, dass die Corona-Pandemie unsere alten Menschen umbringt, wie es die Amerikaner zum Teil tun, weil wir sagen, wir haben da eine Verantwortung und die Menschenwürde gilt auch für Leute, die über 75 sind. Wo sie Amerika sagen, aber ich würde dann noch anfügen, das gilt auch für Schweden. Natürlich, ja. Also das ist, wie gesagt, unterschiedliche Länder gehen unterschiedliche Wege und das führt auch zu unterschiedlichen Resultaten. Und daran sieht man sehr deutlich, man kann was tun. Und wir müssen einfach hier aushandeln, was für uns der richtige Weg ist. Darüber reden wir gleich weiter. Wir machen eine kurze Werbepause mit Dr. Fritz Felgentreu. Er ist Abgeordneter der SPD aus Berlin, aus Neukölln, richtig? So ist es. Deswegen haben Sie den Bezirk so gelobt. Richtig. Ich hätte es mir denken können. Kurze Pause, dann sind wir wieder da. Zurück in unsere Sendung TV Berlin Spezial mit Dr. Fritz Felgentreu. Er ist SPD-Bundestagsabgeordneter und kandidiert nicht noch einmal. Und wir reden aber über die aktuelle Politik. Wir haben eben gesprochen im SPD-Landesparteitag und dann über Ihre Funktion im Bundestag, hauptsächlich Verteidigungspolitik. Genau. Und die Frage ist, man will ja Rot-Rot-Grün, am liebsten Rot, SPD, dann... Wir wollen erstmal, dass Olaf Scholz Bundeskanzler wird. Das ist sozusagen, das steht über allem vor dem Wahljahr. Ja, das, wenn ich jetzt fragen würde, glauben Sie dran, dann müssen Sie lügen. Oder auch nicht. Und wir glauben natürlich, Sie glauben als Sozialdemokraten natürlich daran. Wenn wir gerade über Olaf Scholz reden, da war er mal Bürgermeister von Hamburg. Und zwar ein sehr erfolgreicher Bürgermeister da. Er war aber auch Bundesgeschäftsführer der SPD, der war nicht erfolgreich. Ich will auf was anderes hinaus. Bevor er Bürgermeister von Hamburg wurde, ging die SPD da in der Stadt durch ein tiefes, tiefes Tal der Tränen. Dass sie sich auch, also sie saß ganz tief in einem selbstgegrabenen Loch. Und hat es aber geschafft, aus eigener Kraft da auch wieder rauszukommen. Und deswegen denke ich, es gibt nie einen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Es lohnt sich immer zu kämpfen. Ja, bei Scholz weiß man ja nicht so genau. Ich habe ja schon erwähnt, als Bundesgeschäftsführer hat er eines der schlechtesten Ergebnisse in der SPD-Geschichte gekriegt. Ja. Knapp über 50. Er ist so, wie er ist. Ein eher ruhiger Typ, sehr stark auf rationale Argumente setzt. Und er ist nicht unbedingt derjenige, dem beim ersten Auftreten spontan die Herzen zufliegen. Ja. Und die SPD ist aber eine Partei, wo Emotionen auch eine Rolle spielt und nicht nur das, was hier zwischen den beiden Ohren abspielt. Ja. Und das hat ihm manchmal Schwierigkeiten gemacht und trotzdem hat er sich am Ende durchgesetzt. Ja. Das spricht eigentlich für ihn. Sie sind zuversichtlich, dass das klappt. Aber deswegen kommen wir nochmal auf die Bundespolitik. Was wird denn jetzt noch gemacht im Bundestag? Die Periode endet, letzte Sitzung ist, glaube ich, am 25. Juni. Mhm. Ja, das sind noch 7 Monate, knapp. Was muss denn unbedingt noch durchkommen, damit die SPD punktet? Egal, was sie macht. Egal, was sie macht. Sie bleibt bei 14, 15 Punkten hängen, das seit 2 Jahren. Ist doch irgendwie komisch. Ich glaube, dass das, was der Wahlkampf uns bringen wird, weniger damit zu tun hat, ob wir jetzt noch das eine oder andere gute Gesetz durchbringen. Das sollten wir trotzdem tun.
Ich denke zum Beispiel bei der Frage der Lieferketten. Das ist so ein Thema, was für Qualitätskriterien wir eigentlich an Produkte anlegen, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun für Arbeitnehmerrechte. Das ist ein gutes Gesetz, das sollten wir weiterverfolgen. Wir haben diese Woche den Bundeshaushalt für das Jahr 2021 zu verabschieden. Das ist ein Riesenbatzen. Und 180 Milliarden neue Schulden. Genau, und das ist natürlich der Corona-Krise geschuldet. Und wir müssen unseren Beitrag dazu leisten, dass wir mit halbwegs heiler Haut durch diese Pandemie kommen. Also da gibt es genug zu tun. Also wir haben keine Zeit, uns jetzt zu sagen, das mit der Regierung, das lassen wir jetzt mal in zweiter Reihe stehen. Wir konzentrieren uns jetzt auf den Wahlkampf. Die Zeit haben wir nicht. Es muss weiter ordentlich gearbeitet werden. Erklären Sie mir doch mal als Sozialdemokrat, als ein nüchtern denkender Verteidigungspolitiker und Haushälter, wie wir diese ganzen Milliarden überhaupt jemals zurückbezahlen wollen. Das sind da pure Schulden. Das ist ja, als wenn ich jedes Jahr 5 Reisen, Urlaubsreisen, Kreuzfahrtschiff mache und die Bank leiht mir das Geld. Aber ich weiß nicht, wie ich es zurückbezahlen soll. Das Spannende ist ja, dass wir jetzt tatsächlich die Möglichkeit haben, anders als andere Länder, etwas mehr aus dem Vollen zu schöpfen, weil wir vorher schon gespart haben. Sie erinnern sich an die heißen Diskussionen, die wir hier geführt haben, um die sogenannte schwarze Null, also darum, dass Bund und Länder keine Schulden machen dürfen. Das haben wir aber jetzt 10 Jahre lang durchgehalten. Und wir haben nicht nur keine Schulden gemacht, wir haben sogar Schulden zurückgezahlt und dadurch die Zinslast für die Bundesrepublik Deutschland insgesamt deutlich abgesenkt. Das gibt uns erstmal eine Möglichkeit, stärker in die Verschuldung zu gehen als andere Länder, weil wir einfach schon ein Pölsterchen angelegt haben. Und trotzdem, selbstverständlich, wir haben jetzt 2 Jahre, wo wir sagen, weil die Wirtschaft nicht normal funktionieren kann, weil sie nicht normal investieren kann, muss der Staat da reingehen, muss der Staat sagen, wir nehmen Geld in die Hand und halten die Wirtschaft am Laufen durch die Aufträge, die wir verteilen und durch das Geld, das wir unter die Leute bringen. Das geht aber nicht ewig so weiter. Das können wir jetzt 2 Jahre lang so machen. Ja, ewig 2020 geht das eben nicht. Und deswegen frage ich Sie. Und danach heißt es dann wirklich, da wird wieder Schmalhans Küchenmeister sein. Ja. Das wird nicht so schnell gehen und da wird ein strengeres Regiment wird sicherlich auch auf die öffentlichen Haushalte durchschlagen. Und zwar nicht nur im Bund, sondern überall. Ja, ein Nobelpreisträger für Wirtschaft, ich glaube, es war Milton Friedman, hat mal gesagt, ein Lunch, ein gutes Essen. Es gibt kein, genau. Es gibt kein Essen, es gibt das kein, umsonst ist. Es gibt kein kostenloses Mittagessen, genau. Ja, womit er ausdrücken wollte, irgendwann wirst du zur Kasse gebeten, so lieber Steuerzahler. Ja, nicht nur die Gesellschaft als Ganzes, genau so ist es. Ne? Also wir können ja als Gesellschaft auch nur das verfressen, was wir als Gesellschaft produziert haben. Und insofern trifft uns das am Ende alle. Ja, aber was mich beunruhigt, ist diese Leichtigkeit, mit der der Kanzlerkandidat der SPD und Finanzminister, also erstmal in der Funktion als Finanzminister, sagt, das schaffen wir alles. Als wir 1 Milliarde brauchten, um Kitas zu bauen, ja, ging das alles nicht. Jetzt haben wir 180 Milliarden. Ist alles leicht. Also das mit den Kitas stimmt erstmal so nicht. Die SPD hat sich ja dafür eingesetzt, dass der Bund durch eine Grundgesetzänderung überhaupt die Möglichkeit hat, 5 Milliarden in die Kitas zu bringen. Der Widerstand war, viel zu viel. Aber da verwechseln Sie den Finanzminister, da denken Sie an Schäuble, Herr Brinkmann. Aber davon mal abgesehen. Schade, sind nicht drauf reingefallen. Aber davon mal abgesehen, das ist natürlich keine Leichtigkeit, mit der wir das machen. Aber Tatsache ist, wenn ein Land in Europa das im Moment kann, dann Deutschland. Weil wir so lange und so diszipliniert auch Vorsorge getroffen haben. Die anderen gucken mit großen Augen auf das, was hier in Deutschland zurzeit möglich ist. Und da muss Betonung aber trotzdem darauf liegen, zurzeit möglich ist. Das können wir machen in der Hoffnung und in der Erwartung, dass wir tatsächlich im kommenden Jahr diese Krise bewältigen. Und danach geht es darum, die Folgen der Krise zu bewältigen. Aber wenn die Wirtschaft wieder brummt, wenn die Arbeitsplätze da sind, dann ist es auch wieder leichter, dann fließen auch die Steuereinnahmen. Sätze mit wenn sind immer schlecht. Ja, das ist aber... Weil man nicht weiß, wie sie ausgehen. Ja, aber das ist mit der Zukunft insgesamt so, das ist das Problem. Nehmen wir doch mal an, die Pandemie geht nicht zu Ende. Wir sind ja jetzt schon in einer leicht panikartigen Situation, weil wir alle hoffen, dass jeden Tag die Zahlen zurückgehen. Morgens erste Nachricht im Radio. Naja. Wieder rauf, wieder rauf, wieder rauf, wieder rauf. Wenn sich das alles nicht erfüllt, Sätze mit wenn sind schlecht, jetzt nutze ich es selber ein. Und die Pandemie hört nicht auf. Was passiert dann? Jede Pandemie hört irgendwann auf. Die Frage ist, wie schnell.
Ja, irgendwann sind wir auch alle tot. Genau. Also jede Pandemie hat eine Kurve. Und diese sogenannte Herdenimmunität, von der viel die Rede ist, die ist irgendwann erreicht. Und dann hört die Pandemie auf. Das war vor 100 Jahren bei der spanischen Grippe so, die Millionen von Todesopfern gefordert hat. Und das wird auch bei der etwas weniger verderblichen und trotzdem brandgefährlichen Corona-Pandemie genauso sein. Worauf es für uns ankommt, ist, dass wir die Schäden, die sie anrichtet, während des Verlaufs der Pandemie so niedrig halten wie möglich und dass wir so viel tun wie möglich, um so schnell wie möglich damit fertig zu werden. Und da kann man im Moment durchaus optimistisch sein, weil ja inzwischen mehrere Firmen Impfstoffe angemeldet haben, die tatsächlich funktionieren. Ja. Und insofern, es besteht jetzt kein Grund, verzagt zu sein. Und trotzdem müssen wir diszipliniert und wachsam bleiben, bis wir dann wirklich auch mit Hilfe des Impfstoffes diese weit verbreitete Immunität hergestellt haben. Ja, es gibt da schon Grund, sich auf die eigene Schulter zu klopfen. Haben wir das alles ganz gut gemacht bis jetzt? Ja, ist so. Na? Und trotzdem klappt nicht alles. Ja. Und trotzdem wächst die Zahl der Menschen, die so verunsichert sind, dass sie in großen Demonstrationen hier in Berlin gegen die Regierungspolitik vorgehen. Das ist alles nicht einfach. Ja. Und das Problem ist ja, am Ende, wenn es ums Treffen von Entscheidungen geht, da hört irgendwann die Möglichkeit auf, Kompromisse zu machen. Eine Entscheidung ist binär, wie man so schön sagt. Eins oder null, ja oder nein. Ja? Und da gibt es dann keinen Kompromiss dazwischen. Immer, wenn das Fallbeil fällt, dann fällt es. Da gibt es keinen Kompromiss dazwischen. Da gibt es immer Leute, die sagen, das war aber die falsche Entscheidung, das hättet ihr so machen sollen. Und ein Teil von denen geht jetzt auf die Straße und sagt, das sind ganz schlimme Leute, die uns da regieren. Ja, und ich kann verstehen, die Situation ist komplex. Warum man möglicherweise in ein Fahrwasser gerät, wo man sagt, ich kann das alles nicht mehr nachvollziehen und irgendwie bin ich dagegen. Ja, bloß das hilft mir als Verantwortungsträger nicht. Ich muss am Ende mich zu der einen Entscheidung bekennen, obwohl ich genau weiß, es wird Leute geben, die sie falsch finden werden. Nun gibt es ja die Diskussion in diesen Tagen, feiern wir Weihnachten mit Familie und Freunden und feiern wir Silvester nur mit Freunden und das gleich mit allen Freunden. Ja, das wird... Was kommt dabei raus? Wie soll sich die Kanzlerin und die Länderchefs und Chefinnen entscheiden? Es muss allen klar sein, je mehr Leute zu Weihnachten und zu Silvester zusammenkommen, umso mehr Möglichkeiten geben wir dem Virus, neue Opfer zu finden. Das ist so. Und das heißt, da, wo der Staat Einfluss drauf nehmen kann, auf die Frage, was wird geöffnet sein, welche Orte bieten wir, wo Menschen zusammenströmen können, da wird es sicherlich in allen Bundesländern ziemlich restriktiv zugehen. Solche Orte wird es wahrscheinlich gar nicht geben, noch nicht mal hier in Berlin. Aber wir leben in einem freien Land. Was die Leute privat machen, da kann der Staat nicht so tief zugreifen, um zu verhindern, dass Menschen, die unvernünftig sein wollen, dann auch unvernünftig sind. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir auch nach den Feiertagen wieder ansteigende Zahlen sehen werden. Einfach weil es für den einen oder anderen schlicht und ergreifend zu viel verlangt ist, auf das zu verzichten, was er oder sie sich von den Feiertagen erwartet. Ich muss noch eine Wenn-Frage stellen an den Berliner Bundestagsabgeordneten und Politiker. Sehr gerne. Wenn die Demonstration zwar verboten wird, aber trotzdem 20.000 vor das Brandenburger Tor ziehen in der Silvesternacht, zeigt der Staat denn seine Hilflosigkeit oder steigt er seine Stärke? Wir haben doch gesehen, was vor 10 Tagen am Brandenburger Tor passiert ist. Da gab es eine genehmigte Demonstration, allerdings mit Auflagen. Die Teilnehmer der Demonstration haben sich nicht an die Auflagen gehalten. Und dann wurde die Demonstration aufgelöst. Und Sie meinen, so könnte es Einsatz von Wasserwerfern. Und ich gehe davon aus, dass die Berliner Polizei auf solche Situationen vorbereitet ist. Ehrlich gesagt glaube ich, und das sage ich ohne Übertreibung und ohne angeberisch klingen zu wollen, ich glaube, es gibt keine Polizei in Deutschland, die besser in der Lage ist, Großlagen zu managen als die Berliner Polizei. Ja, und da wünschen wir trotzdem schöne Weihnachten und schöne Tage. Das wünsche ich Ihnen auch. Und dann gehen wir frohgemut ins neue Jahr und dann treffen wir uns nochmal hier, wenn der Wahlkampf beginnt. Da werden Sie hoffentlich noch wieder mitmischen. Ich freue mich drauf. Weil Sie ja Olaf Scholz gerne als Kanzler hätten. Und Franziska Giffey zur Regierende Bürgermeisterin. Jawohl, wird alles am gleichen Tag gewählt, am 21. September nächsten Jahres. Vielen Dank, dass Sie da waren, Dr. Fritz Felgentreu. Sehr gerne. Ja, er kandidiert leider nicht mehr für den Bundestag und dann freue ich mich aber trotzdem, wenn wir weiter politische Analysen hier machen. Das kriegen wir hin. Nicht mehr dabei sind. Das ist wunderbar. Das Versprechen nehmen wir gerne an. Und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder jeden Dienstag 18.30 Uhr. Ja, mit
besonderen Gästen. Deswegen heißt es TV Berlin Spezial. Bis dahin vielen Dank und tschüss.